Mehrteilige Konjunktionen, das sind zum Beispiel entweder oder, zwar aber, weder noch. Es gibt aber noch ein ganz paar mehr und im heutigen Video erkläre ich dir alle mehrteiligen Konjunktionen, was sie bedeuten, was du bei der Wortstellung beachten musst und auch, wann du ein Komma setzen musst und wann nicht. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es hier um die mehrteiligen Konjunktionen. Neben zwar aber, entweder oder, weder noch, die du schon kennen solltest, gibt es auch noch zum Beispiel einerseits, andererseits, sowohl als auch, nicht nur, sondern auch. Hier musst du einige Dinge beachten zur Wortstellung und auch mit den Kommas. Und damit ich dir das jetzt sehr anschaulich mit vielen Beispielen erklären kann, dafür wechseln wir jetzt in mein neues E-Book zu den Konnektoren. So, wir sind jetzt hier in meinem Konnektoren-E-Book und wir wollen uns ja heute die mehrteiligen Konjunktionen anschauen. Deswegen springen wir da jetzt hier auch im Inhaltsverzeichnis genau dahin, nämlich zu den mehrteiligen Konjunktionen. Grundsätzlich gibt es die folgenden, sowohl als auch, nicht nur, sondern auch, weder noch, zwar aber, entweder oder, einerseits, andererseits und je desto oder je umso. Mehrteilige Konjunktionen verbinden immer Hauptsätze miteinander oder gleichrangige Dinge. Bedeutet, es sind ganz normale Konjunktionen, die das Verb nicht ans Ende schicken. Ups. Hier nochmal ein paar Beispiele. Ich war sowohl in Indien als auch in China. Bedeutet, ich war in Indien und in China. Ist exakt dieselbe Bedeutung. Ich war nicht nur in Brasilien, sondern auch in Kolumbien. Bedeutet, ich war in Brasilien und in Kolumbien. Der Unterschied hier ist einfach ein bisschen die Betonung. Man betont hier einfach ganz offensichtlich beides. Man möchte beides in den Vordergrund stellen und deswegen kann man hier zum Beispiel diese Konjunktionen benutzen, diese mehrteiligen Konjunktionen benutzen anstelle von und. Wir haben auch noch welche, die man nicht so einfach mit und ersetzen kann. Und das sind zum Beispiel, Max war weder in Brasilien noch in Kolumbien. Bedeutet, Max war nicht in Brasilien und auch nicht in Kolumbien. Wir gehen die einzelnen mehrteiligen Konjunktionen gleich nochmal durch. Vorher aber noch ein bisschen was zur Wortstellung. Meistens steht die Konjunktion oder diese Teilkonjunktion vor dem Wort oder dem Satzteil, auf das sie sich bezieht. Aber entweder, zwar und weder können auch auf Position 1 gesetzt werden und je von je desto muss sogar dort stehen. Aber schauen wir uns die an, die flexibel sind. Zwar aber, beide Sätze hier sind komplett korrekt. Zwar ist Elisa intelligent, aber manchmal auch sehr vergesslich. Elisa ist zwar intelligent, aber manchmal auch sehr vergesslich. Was ist der Unterschied? Die Betonung oder das, was du in den Vordergrund stellst. Wenn du zwar ganz am Anfang stellst, ist das ein bisschen mehr betont, dass das hier so einen Gegensatz gibt. Wenn du es hier hinstellst, dann ist das ganz normal, in Anführungsstrichen neutral. Genauso bei den anderen zwei, entweder oder. Entweder fahre ich nach Brasilien oder nach Kolumbien. Bedeutet genau dasselbe, ich fahre entweder nach Brasilien oder nach Kolumbien. Wenn entweder von steht, ist die Betonung da ein bisschen stärker und der Mittelpunkt steht ein bisschen mehr hier. Genauso wie bei weder noch. Weder fahre ich nach Brasilien noch nach Kolumbien. Ich fahre weder nach Brasilien noch nach Kolumbien. So, ich bin jetzt hier mal ein Stückchen vorgesprungen und jetzt schauen wir uns nämlich die einzelnen Konjunktionen, die einzelnen mehrteiligen Konjunktionen nochmal genauer an, was sie bedeuten und auch, ob du ein Komma setzen musst. Fangen wir als erstes mit einerseits, andererseits an. Bedeutung hier ist hier einfach, man beschreibt einen
Gegensatz. Einerseits ist Deutsch schwer, andererseits ist es sehr wichtig. Also wie im Prinzip auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Man zeigt hier einen Gegensatz auf. Und hier siehst du auch schon das Komma in solchen eckigen Klammern. Das bedeutet in meinem E-Book, dass das Komma obligatorisch ist. Bedeutet, du musst hier ein Komma vor andererseits setzen. Siehst du hier schon, auch im nächsten Satz, einerseits freute er sich über das Geschenk, andererseits wusste er wenig damit anzufangen. Also, er freut sich, aber leider weiß er nicht so richtig, was er damit machen soll, mit diesem Geschenk. Kleiner Hinweis, andererseits kannst du auch mit aber kombinieren und dadurch stellst du den Gegensatz einfach noch mehr in den Mittelpunkt. Einerseits ist Deutsch schwer, aber andererseits ist es sehr wichtig. Bedeutung ist die gleiche, es geht einzig nur darum, wo der Fokus liegt, wo der Mittelpunkt liegt und der liegt dann hier noch mehr auf dem Gegensatz, wenn du das Ganze mit aber kombinierst. Schauen wir uns die nächste mehrteilige Konjunktion an. Entweder oder, solltest du schon kennen, damit beschreiben wir immer eine Alternative. Du kannst entweder ein Buch lesen oder einen Film schauen. Also, ich gebe hier zwei Möglichkeiten, Buch lesen oder Film anschauen. Entweder wir fahren ins Schwimmbad oder wir gehen ins Kino. Auch hier gebe ich jemandem zwei Optionen für das, was wir wahrscheinlich am Sonntag machen. Schwimmen gehen oder ins Schwimmbad fahren oder ins Kino gehen. Die nächste, je desto bzw. umso. Hier drücken wir immer eine Verstärkung aus und die muss auch in Kombination mit dem Komparativ sein. Komparativ, das ist die Steigerungsform. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, was ich dir hier auch in den Infokarten oben rechts in der Ecke verlinke. Komparativ ist hier immer in den Beispielen unterstrichen. Also von süß, süßer, Superlativ wäre am süßesten, schwer, schwerer. Und hier haben wir, je mehr Zucker du in den Kaffee tust, desto umso süßer wird er. Du kannst hier desto oder umso benutzen, funktioniert beides exakt identisch. Ich denke, es ist eine regionale Unterschiedlichkeit, ob man lieber desto oder lieber umso benutzt. Hier gibt es keinen Unterschied. Wie vorhin aber schon erwähnt, hier muss je immer ganz am Anfang stehen. Man fängt den Satz mit je an und dann kommt das Komma. Es ist hier auch obligatorisch, du musst es setzen. Und dann kommt Verstärkung, also desto umso, Komparativ und dann der Rest. Je mehr Kaffee du kaufst, desto schwerer wird die Einkaufstasche. Worauf du achten musst, desto bzw. umso kannst du auch ohne das je benutzen, nämlich in Kombination mit als oder weil. Da bleibt trotzdem der Komparativ stehen und wir verstärken hier dann die Folge der Situation, die in dem Nebensatz mit als oder weil beschrieben wird. Am besten schauen wir uns dazu das Beispiel an. Der Abschluss der Ermittlungen ist desto oder umso wichtiger, als der Richter morgen schon über eine Freilassung des Angeklagten entscheidet. Mit als ist das ein bisschen gehoben. Man möchte zeigen, dass man sehr gut gebildet ist. Funktioniert aber genauso gut mit weil. Also der Abschluss der Ermittlungen ist umso wichtiger, weil der Richter morgen schon über die Freilassung des Angeklagten entscheidet. Oder du musst zeitig aufstehen, desto mehr, als du morgen auf keinen Fall zu spät kommen darfst. Bedeutet, du musst morgenzeitig aufstehen. Und das Ganze ist noch viel wichtiger als normal schon, weil du morgen nicht zu spät kommen darfst. Wo du hier ein bisschen aufpassen musst, das sind die Kommas. Achtung, falls die Verbindung sein plus desto oder umso plus Komparativ plus als oder weil da steht, dann kommt das Komma vor als oder weil. Also genauso wie hier im ersten Satz, sein
plus desto oder umso plus Komparativ, Komma, als oder weil. Wenn das nicht so ist, also wenn du es mit je desto benutzt oder auch hier einfach kein Sein davor steht, dann kommt das Komma vor das desto oder umso. Also Achtung, wenn du Sein plus desto oder umso plus Komparativ plus als weil hast, steht das Komma hier vor dem als bzw. dem weil. Bei allem anderen steht das Komma vor dem desto oder umso, also ganz normal. Schauen wir uns jetzt noch die verbleibenden an. Als erstes nicht nur, sondern auch. Hier haben wir auch eine Aufzählung. Sport zu machen ist nicht nur für deine Fitness wichtig, sondern auch für deine Gesundheit. Also das bedeutet, Sport ist wichtig für deine Fitness und auch für deine Gesundheit. Bedeutung ist hier wieder und. Er ist nicht nur der beste Läufer der Stadt, sondern er ist auch ein sehr guter Fußballspieler. Auch hier, er ist nicht nur der beste Läufer der Stadt und auch ein sehr guter, er ist ein, der beste Läufer der Stadt und auch ein guter Fußballspieler. So. Achtung, hier steht das in Klammern. Das kennst du schon von den normalen Konjunktionen, also den einzelnen, nicht den mehrteiligen, ist das Subjekt und oder das Verb gleich, kannst du es weglassen. Das gilt hier bei den mehrteiligen Konjunktionen auch. Ich verlinke dir hier nochmal das Video zu dem Konjunktionenvideo, wo ich dann nochmal ein bisschen genauer drauf eingehe. Wir haben, achso, Komma, ganz vergessen, siehst du hier, ist obligatorisch. Vor Sondern kommt immer das Komma. Dann haben wir noch sowohl als auch. Ist exakt identisch von der Bedeutung her zu nicht nur, sondern auch. Ich habe sowohl zwei Brüder als auch drei Schwestern. Sowohl Deutsch als auch Französisch sind schöne Sprachen. Wie du hier aber siehst, kein Komma. Warum, kann ich dir nicht sagen. Du kannst dir merken, vor Sondern kommt das Komma eigentlich immer. Und hier kommen keine Kommas. Dann haben wir noch weder noch. Hier haben wir die doppelte Verneinung, also hier doppelte Aufzählung, aber das ist jetzt eine doppelte Verneinung. Ich esse weder Fleisch noch Milchprodukte. Bedeutet, ich esse kein Fleisch und ich esse auch keine Milchprodukte. Weder Englisch noch Spanisch sind schwierige Sprachen. Auch hier keine Kommas bei weder noch. Und als letztes zwar aber, hier beschreiben wir den Gegensatz. Man kann zwar online buchen, aber bei direkter Buchung gibt es 20% Rabatt. Im Winter ist es kalt, aber Schnee sieht sehr schön aus. Hier haben wir auch wieder dasselbe wie einerseits, andererseits. Wir beschreiben den Gegensatz. Und auch hier ist das Komma obligatorisch. Du musst es setzen vor aber. Kennst du ja aber schon von der einzelnen Konjunktion aber. Auch da musst du das Komma immer setzen. So, jetzt kennst du dich mit den mehrteiligen Konjunktionen aus. Nochmal als kleiner Tipp für dich zu den Kommas. Merk dir die Konjunktionen, wo du kein Komma setzen musst. Dann weißt du genau, okay, bei allen anderen musst du das Komma setzen. Deswegen kleiner Tipp, immer die Konjunktion einprägen, wo du kein Komma setzt. Und bei allen anderen setzt du dann ein Komma. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du ein Like da lässt und natürlich, falls du es noch nicht gemacht hast, meinen YouTube-Kanal abonnierst. Und wenn du dich für das E-Book interessierst, was ich hier für diese Lektion benutzt habe, den Link dazu findest du hier unter diesem Video und auch in den Infokarten. Das kannst du kaufen, wenn du dieses E-Book oder auch eins meiner anderen E-Books kaufst. Unterstützt du ganz aktiv diesen Kanal und dafür möchte ich mich schon mal im Voraus bedanken, denn nur weil einige von euch meine E-Books kaufen, kann ich hier auch weiterhin die kostenlosen Videos rausgeben und damit einfach noch viel mehr Leuten beim Lernen der deutschen Grammatik helfen. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass du heute wieder viel gelernt hast und dass wir uns dann beim nächsten Video wiedersehen. Das erscheint wahrscheinlich sogar schon morgen und dann zu den Subjunktionen, auch unter dem Namen
unterordnende Konjunktionen bekannt. Also hoffentlich bis dahin und viel Spaß beim Deutschlernen.